Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Debatte so anhört und wenn man die Medienberichte seit Freitag letzter Woche oder Donnerstagabend begann es, glaube ich, sich ansieht, da muss man sich ein paar Fragen stellen, wenige Fragen, aber ich glaube entscheidende Fragen, die ich auch gerne noch mal nennen möchte. Einige davon hat Herr Börschel im Übrigen eben angedeutet. Die erste Frage ist, warum ist es offensichtlich entweder der Landesregierung vorher nicht gelungen oder nicht gewollt gewesen, den dritten Sitz durch einen Austausch durch sich selber, also durch diese Regierung, zu besetzen und aber offensichtlich präzise in der Woche vor der Aufsichtsratssitzung, also von montags bis freitags, so wichtig gewesen, das herbeizuführen? Denn selbstverständlich, unabhängig von der Frage, was einer Heuschrecken nahestehenden Organisation eine Person, die das tut, möglicherweise zu erwarten ist, ist doch die Frage umgedreht, was ist Ihnen so wichtig? Was ist die Maßnahme, die diese Person möglicherweise in den nächsten 2 bis 3 Monaten durchführen soll und nicht durchführen kann, wenn sie jetzt nicht benannt wird? Nehmen wir einmal an, die Befürchtungen all derer, und ich gehöre dazu, die sagen, es geht auch um Privatisierung an diesem Flughafen, weil sie mit der FDP koalieren, stimmt. Dann ist es mit Sicherheit auch umgedreht richtig, dass das nicht in den nächsten 2 bis 3 Monaten passiert. Bleibt also die Frage, was war jetzt so dringend? Was war, nachdem man sich Monate Zeit gelassen hat, so dringend, dass es offensichtlich geschehen musste zwischen dem Montag letzter Woche und dem Freitag letzter Woche? Und da ist es selbstverständlich so, dass einem dann eigentlich nur noch in den Sinn kommen kann, dass es mit der am Freitag stattfindenden Aufsichtsratssitzung zu tun hat. Das legt im Übrigen auch nahe, dass die Einladung zu einem solchen Aufsichtsrat in der Woche davor erfolgt ist. Dass also klar war, auch den Mitgliedern der Landesregierung, auch den beiden amtierenden Staatssekretären, die jetzt für diese Landesregierung im Aufsichtsrat sind, klar war, worum es an diesem Freitag gehen würde. Und deswegen haben wir auch Anfragen gestellt, und ich will die hier wenigstens an 2, 3 Punkten noch mal nennen, die Fragen. Wann hat diese Landesregierung, hat die Staatskanzlei, entweder durch Herrn Laschet oder durch Sie, Herr Liminski, erstmalig den Minister AD, Herrn Bodewig, gebeten, aufgefordert, umgehend sein Aufsichtsratsmandat niederzulegen? Wann, durch wen hat sie das schriftlich erklärt? Und welche Möglichkeiten hat sie ansonsten noch versucht zu ergreifen? Ist es richtig, dass noch versucht worden ist, aber misslungen ist, am Donnerstag letzte Woche eine Gesellschafterversammlung herbeizuführen, bei der man gegen den Willen von Herrn Bodewig eine Dreiviertelmehrheit gebraucht hätte, aber wohl absehbar nicht bekommen hätte? Das sind Fragen, die dieses Parlament angehen, und alles andere, was ich vorhin gehört habe, aus Ihrer Richtung waren Nebelkerzen. Also, Sie können ja jetzt für Aufklärung sorgen, Sie können hingehen und Sie können im Gegensatz zu Ihrer sonstigen Praxis kleine Anfragen vielleicht auch zeitnah und präzise beantworten, also mal Antworten geben und nicht nur Antwort über die Zettel schreiben, die Sie dann abgeben. Und insofern bin ich gespannt darauf, wie das insgesamt weitergeht. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze sagen zu der Frage, was passiert da möglicherweise? Also erstens mal, in einem solchen Stadium, wenn die Presseberichte nur ansatzweise stimmen, von einer Vermutung, von der die Landesregierung, im Übrigen mit Vertretern im Aufsichtsrat vertreten, gehört habe zu sprechen, ist schon ein Zeichen dafür, was man will. Man will es klein kochen. Zweitens, jeder, der sich mit dem Flughafen Köln-Bonn beschäftigt, weiß, dass es seit vielen Jahren, übrigens auch schon, Herr Börschel, zu der Zeit, als Herr Hau Vorsitzender war, immer wieder aus der Belegschaft den einen oder anderen Hinweis über Unregelmäßigkeiten, über das System Garvens, über Aussagen Nordkorea unter den Flughäfen und Ähnliches gegeben hat. Und jeder weiß, dass es 2 Geschäftsführer gegeben hat, technische, die gegangen sind und gegangen wurden, also indem sie zum Gehen gedrängt wurden, dass es einen Feuerwehrchef gegeben hat, der sich im Streit mit Herrn Garvens verabschiedet hat oder verabschieden musste,
Und man hört auch, dass der aus der Belegschaft gewählte, also von Herrn Gabens gewollte, technische Geschäftsführer Titonis, der jetzt die Geschäfte führt, und Herr Gabens auch nicht mehr ein Herz und eine Seele sind. Das hat alles mit Fragen der Infrastruktur, mit auch einer der niederliegenden Infrastruktur in Teilen des Flughafens nach meiner Ansicht zu tun. Und insofern ist es ein Prozess, der lange, Herr Präsident, ich komme zum Schluss, der lange gärt nach meiner persönlichen Überzeugung und der jetzt kumuliert, sich auch dokumentiert bei einem Aufsichtsratschef, der nach meinem Eindruck einer derer ist, die tatsächlich Aufklärung wollen und der damit offensichtlich bei einigen unangenehm aufgefallen ist. Schönen Dank.